Ja, meine Freunde, was geht ab bei euch? Xavier am Start und Boom mit Samstag. Wir spielen heute mit dem Feuer und mit dem Eis. Ihr seht richtig, wir haben all Cryoneers mit einem Boot, in dem ein Abfackler drin sitzt. Der Abfackler ist heute unser Backup. Wir werden nämlich heute ein paar Ressourcenbasen vernichten, was wir schon seit Ewigkeiten nicht mehr gemacht haben. Und wenn euch hier richtig auffällt, seht ihr, oder wenn ihr das schon bemerkt habt, ihr seht, hier kommen nur noch zwei Boote an. What? Nach dem Update oder mit dem Update oder durch das Update wurde es rausgepatcht, dass manche Ressourcenbasen nicht angegriffen werden konnten. Jetzt können sie angegriffen werden. Und ihr seht richtig, wir haben hier ganz viele Low-Level-NPC-Bases, die wir heute mit der Truppenkomp vernichten werden. Gerade ich verspreche mich heute den ganzen Tag, ich weiß nicht, was los ist. Das können wir zuerst mal kaputt machen und holen uns eine neue. So, bevor ich mich noch mehr verspreche, sage ich als allererstes, sagt Hallo zu YouTube. Und dann bin ich gespannt, wer heute da ist. Und ihr wart so nett und habt mir geschrieben, was passiert, wenn man auf den Melden-Knopf drückt. Da muss man noch einen Knopf vorher bestätigen. Deswegen würde ich sagen, wir melden jetzt einfach mal Suarex. Und dann steht hier, bist du sicher, dass du das Verhalten von Suarex in dieser Unterhaltung als unangemessen melden willst? Und dann klickt man dann auf Melden oder auf, wir klicken natürlich auf Zurück, weil Suarex ist ein toller Typ und er hat nichts Böses angestellt. Von daher, alles gut. So, ihr seht richtig, meine Ice Ladies sind auf dem Weg auf Level. Das sehen wir noch nicht, aber sie brauchen wieder 3 Tage und 17 Stunden. Und tada, meine Ice Ladies, meine Cryoneer sind Level 3 und sind auf dem Weg zu Level 4. Ich bin sehr, sehr, sehr zufrieden. Wir haben jetzt die Strahlerweiterung um 2. Die Strahlerweiterungstechnologie erhöht mit jeder Stufe die Reichweite des Eisstrahls. Sehr, sehr, sehr nice. Ihr habt natürlich auch ziemlich gute Augen. Einige haben mich in den Kommentaren darauf aufmerksam gemacht, hey, schau mal bei der und der Sekunde, da haben die Cryoneers deine Mini-Roboter eingefroren. Oder schau mal da, du Trottel, du hast eine Flaschenpost übersehen. Und ja, als ich das Video dann geschnitten habe, habe ich gedacht, oh mein Gott, da lag eine Flaschenpost und ich habe sie wirklich übersehen. Vielleicht finden wir mal irgendwann eine, ich hoffe es. So, ich würde sagen, wir legen los, wir fangen, sagen wir links oder oben an? Fangen wir einfach mal hier an, ja? Ressourcenbasis von Ching Chong Ching Chong. Easy. Oh mein Gott, okay. Also, ich würde sagen, wir benutzen als allererstes nur Eis und das Feuer kommt erst ins Spiel, wenn wirklich irgendeine Gefahr auftritt, ja? Wenn die Base irgendwie schwierig wird. Deswegen bleiben wir erstmal bei unseren Ice Ladies. Und natürlich habe ich den Abfackler reingesetzt. Ich bin natürlich ein Trottel. Ich bin ein großer Trottel. Abfackler, mach nichts. Ich wollte nur die Cryoneer sehen. Gut, wir haben eine Cryoneerin auch leider verloren. Aber seht ihr, wie krank jetzt dieser Eisstrahler hier ist? Holy shit, die Reichweite ist so nice. Ich bin gespannt, wenn die dann bald auf Max sind und wir die dann bald benutzen können. Wird der Abfackler eingefriest? Ich weiß nicht, was das für ein krankes Bild. Oh mein Gott. Richtig nice. Ja, vielleicht. Oh, wir haben 2 verloren. Was? Gut, Cryoneer sind Noobs. Cryoneer sind richtige Noobs. Aber egal. Wir machen mal weiter. Vielleicht. Wir können natürlich nicht die Level 60er angreifen mit der Strategie. Aber hier 32, 30 und 40. Easy. Natürlich. So, machen wir das jetzt hier. Ich glaube, wir müssen wirklich den Abfackler mitnehmen. Wir spielen heute mit dem Feuer und mit dem Eis. Abfackler nach vorne, Ice Ladies nach hinten und dann vielleicht noch so ein paar Mini-Roboter an den Rand. Und dann dürfte das eigentlich easy laufen. So, einer hat mir in den Kommentaren geschrieben, die freundlichen Leute, also Truppen, können nur eingefroren werden, wenn sie hinter Abwehranlagen sind. Und die sind hinter den Abwehranlagen. Werden sie gefreezed? Ich sehe das irgendwie nicht richtig, dass sie gefreezed werden. Also ich sehe keinen wirklichen Nachteil, wenn die Cryoneer auf unsere Truppen schießen. Ich merke es wirklich nicht. Aber ich liebe diese Truppe, die macht so viel Spaß, vor allem damit in Videos zu spielen. Das ist so, 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 so nice. Okay, nächste Base. Ressourcenbasis von Boss. Okay, alles klar. Ich würde sagen, wir räumen erstmal so ein bisschen auf. Ein Abfackler und unsere Ice Ladies nach dahinter. Nach da hinten.
Ich bleib jetzt irgendwie bei dem Namen. Ich habe mir den irgendwie angewöhnt, dass ich die jetzt einfach Ice Ladies nenne. Das ist relativ simpel. Cranier gefällt mir richtig gut. Vor allem das Englische, das Deutsche ja nicht. Also Kryonieren, Cryoneer klingt stark, klingt gut. Aber Ice Lady, ich glaube, ich bleib bei Ice Lady. Das sind unsere Ice Lady. Schaut euch da mal an, was die hier machen. Die gehen wohl leider relativ schnell kaputt, wenn wir uns das hier ansehen. Also die kriegen relativ viel Damage reingedrückt und sind nicht so tanky, wie ich gehofft habe. Aber das wird schon. Also wenn wir die weiter aufwerten, dann wird das noch besser. Die machen wirklich, wie gesagt, kaum Damage. Das war uns schon vorher bewusst. Aber oh mein Gott, Flammenwerfer. Nein, der Flammenwerfer kann dann wohl nicht unsere Ice Ladies kaputt machen. Ah, ich liebe diesen Mix aus Ice und Fire hier. Wow. Wow, einfach nur wow. Ich bin übrigens noch immer in, wie heißt es, Game of Thrones Fieber. Oh Gott, ich habe gestern Folge 3 geguckt. So gut, Arya ist noch immer mein Lieblingscharakter bisher. Arya ist so cute. Okay, Level 42, es wird ein bisschen schwieriger. Naja, es geht noch. Aber ihr seht, der eine Abfackler macht nicht wirklich viel Damage und wir haben nur die ganzen Supporter. Also ist das schon so eine kleine Fire and Ice Challenge, ja? Okay. Wie wäre es, wenn wir hier vielleicht irgendwas ausschalten? Wenn wir vielleicht das machen und ich glaube, ich brauche gar kein Bombardement. Nein. Aber egal. Wenn wir einfach mal das hier machen und dann setzen wir den. Und dann setzen wir unsere Ice Ladies dahinter. Und dann können hier ein paar Minioboter noch zur Unterstützung kommen. Damit, die nicht gerade alles auch direkt auf den Deckel bekommen, unsere Ice Lady. Und wir können gucken, ab wo die freezen können. Wo müssen die stehen, damit die freezen? So. Bleibt stehen. Die können bis zum Flammenwerfer da hinten freezen. Oh my God. Das ist so krank, wenn man sich das anguckt, was sie hier alles drauf haben. Ich finde die so nice. Ich bin ein richtiger Fan von den Cryoneers. Wow, schaut euch diese Power da auf der rechten Seite an. Einfach nur alles so gefreezed. Und diese unterschiedlichen Laserstrahlen, das sieht so gut aus. Das sieht richtig gut aus. So, zusammen mit Minirobotern in der Comp macht das so viel Fun. So, ihr seht, die bauen wirklich ziemlich lange, um so einen Raketenwerfer kaputt zu kriegen. Aber hey, das sind tolle Supporter. Also, das ist natürlich keine vernünftige Strategie. Aber wenn man die in andere Strategien einbaut, kann die auf jeden Fall sehr gut klappen. Nächste Ressourcenbasis von Grisha. Okay, wir haben hier ein paar Kanonen. Alright. Würde ich sagen, wir lenken. Wir machen so. Ja, und dann warten wir mal ein bisschen, bis das Feuer abgelenkt wird. Und dann setzen wir jetzt hier. Und dann setzen wir hier so ein paar Minioboter da rein. Und dann wird hier jetzt schon mal geschockt, damit die nicht snipen können. Und dann vielleicht hier noch ein Minioboter-Paket. Und dann vielleicht so. Schaut euch diese eine Cryoneerin an, die da über die Küste drüber oder über die Klippe drüber schießt und die dann einfriest. Wow. Einfach nur wow. Ich bin sehr begeistert. Aber gut, nichts kann mich mehr begeistern als Game of Thrones. Arya. Oh mein Gott. Vielleicht sollte ich meine Tochter Arya nennen, ha? Huh? Arya ist eigentlich ein schöner Name, oder? Arya. Klingt so unschuldig, so. So wie ein Engel, ich weiß nicht. Klingt gut. So, hier oben haben wir, leider nur 57. Leider 57. Ich glaube, wir nehmen, fragt mich nicht wieso, wir nehmen das Gold, weil ich gerade wenig Gold habe, weil ich gestern die ausgegeben habe. So, den könnten wir versuchen, aber die sind sehr stark aufgewertet. Ich glaube, das schaffen wir nicht. Können wir zum Schluss machen, um damit alle Truppen sterben. Wir machen jetzt erstmal die Low Levels kaputt und dann zum Schluss diese starke. Okay, nächste Ressourcenbasis von Ching Chong. Ching Chong. Okay, so. Wir haben hier einen Mix aus Kanonen und Maschinengewehren und Flammenwerfern und Schützentürmen. Wir haben keine Raketenwerfer hier. Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass unsere Ice Ladies nicht zu schnell sind, weil auf der linken Seite wird eine, glaube ich, gerade anvisiert und fast gesniped. Oh mein Gott, freeze schneller. Freeze schneller. Aber die sind, eigentlich halten die doch ein bisschen was aus, hä? Also ihr habt gesehen, da haben wirklich Kanonen auf die drauf geschossen und das war kein One-Shot. Das sind nicht High-Level-Kanonen, das ist mir schon klar, aber trotzdem können die ein bisschen was aushalten. Also ich meine, wenn wir noch Lebensstatue boosten, dann sind die noch besser. Und die sind ja noch immer nicht Max, leider. Ich wünschte, sie wären schon Max.
Aber naja, dauert nicht mehr lange, ist nur eine Frage der Zeit, bis sie bald Max sind. Aber schaut euch diese Freeze Madness hier an. Holy shit. Aber irgendwie wird der Abwackler nicht eingefriest, oder? Ich sehe es irgendwie nicht. Der Boden unter ihm wird gefriest, ja, aber der Abwackler an sich kommt mir nicht vor, als würde er sich langsamer bewegen. Oder ist der so hellblau und das heißt, dass er gefriest wird? Da brauche ich jetzt eure Hilfe. Weil ich persönlich habe es bei mir noch nicht so richtig festgestellt. Nächster, Level 29. Dann kriege ich endlich wieder meine Boote nachher. So, hier haben wir mehrere Raketenwerfer, keine Kanonen und Maschinengewehre. Okay, dann setzen wir zuerst mal den Abwackler hier hin. Und Ice Ladies kommen jetzt ins Spiel. Dann direkt Mini-Roboter. Zack, zack, zack. Ganz viele Mini-Roboter. Die gefallen mir am besten, ja. Mini-Roboter gefallen mir hier bei dieser Challenge gerade am besten. Die müssen einfach ins Spiel kommen, weil die... Wir haben einfach so eine schöne, coole Armee. Die ist irgendwie so schmal, aber trotzdem irgendwie so groß. Also versteht ihr, wir haben den einen Abfackler vorne als Tank. Unser Feuertyp. Und dann haben wir ganz viele einzelne kleine Ice Ladies, die mit ihrem Eisstrahler die ganze Base einfriesen. Und dann haben wir die Mini-Roboter als Unterstützung, die einfach so ein bisschen, naja, als Ablenkung dienen. So nice. Was haben wir hier? Level 57 leider. Wie gesagt, ganz zum Schluss machen wir eine High-Level-Ressourcenbasis nur, damit unsere Truppen sterben. Nein, nur um zu gucken, ob wir das vielleicht schaffen könnten. So, Level 33 von Kelvin. Okay, die Boomkanonen sind ein bisschen weiter aufgewertet, deswegen mache ich das mal. Und zack, zack, so. Und jetzt kommen unsere ganzen Truppen. Direkt Mini-Roboter zur Ablenkung. 4 Stück und ein Schock. Ich hätte vielleicht ein bisschen besser schocken können, dann wären mehr Raketenwerfer dran gewesen. Aber ist okay, die Mini-Roboter sind relativ tanky. Also nicht zu tanky, aber dafür, dass es eine Kanonenbootfertigkeit ist, überleben die schon einiges. Die sind natürlich ja auch Max. Und jetzt kommt wieder Freeze Madness. Oh mein Gott, ich liebe es. Die einzelne Ice Lady da links, seht ihr das? Dieser Eisstrahler so. Ksch, ksch, ksch. Vielleicht sollten die einen coolen, noch irgendwie so einen richtig coolen Soundeffekt einbauen. Das Problem ist, was mir gerade auffällt, wenn viele Ice Ladies unterwegs sind, dann sieht man gar nicht mehr, was bei der Map passiert. Ob die Abwehranlagen noch im Schock sind oder ob die aus dem Schock raus sind, ob die schießen, wen die genau treffen. Ah. Aber ich liebe es, ich liebe es, ich liebe es. Wir haben hier eine Unbekannte, ich glaube, die ist Level 60. Ja, okay, nein, never mind. wir haben hier nur eine Level 9er, what the fuck, von FC. Let's go, baby. Okay, hier, das machen wir nur mit Ice Ladies, ja. Nur Ice Ladies, ja. Aber die machen so einen coolen Soundeffekt, also wenn die laufen so, yeah, 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 cool, yeah. Oh mein Gott, okay, wehe, ihr sterbt, nicht sterben. 10 Milliarden Medkits, nur damit es meinen Ice Ladies gut geht. Für euch natürlich alles. So, easy, FC get wrecked. Ich weiß nicht, warum da plötzlich nach dem Update zur Level 10er Base zur Verfügung standen. War ja vorher nicht, die hat man einmal ganz am Anfang sich geholt und dann konnte die kein Schwein mehr angreifen. Es war einfach so. Naja, hier unten haben wir noch eine 48er. Die kriegen wir auch noch hin. Natürlich. Von Chef. Chef, you get wrecked. You get owned. Bitch. I'm sorry. wir schalten erstmal die Boomkanonen aus, weil die relativ tanky sind. Die sind jetzt hier auch schon ein bisschen höher vom Level. Dann, würde ich sagen, wir fahren so über die rechte Seite. Die Boomkanone geht mir gleich so ein bisschen auf die Nerven und die Raketenwerfer da hinten. Da habe ich irgendwie keine Lust drauf. Aber da müssen wir mit leben. So, unsere Ice Ladies kommen gerade so von dem Raketenwerfer da hinten weg. Also sind gerade noch so schnell genug. Aber ihr seht richtig, die laufen leider vor. Oh mein Gott, das wird glaube ich unser Ende sein. Die laufen leider vor dem Abwackler manchmal, weil die sich seitlich schneller bewegen. Los, Ice Ladies, kriegt ihr das hin? Kriegt ihr das hin? Ich vertraue euch. Ich glaube an euch und ich vertraue euch beides. Holy shit, los. Los, Ice Ladies. Die Raketenwerfer können natürlich viel, viel, viel seltener angreifen, weil die ja gefreezt sind und das finde ich richtig gut. Also die Supporterfähigkeit von denen ist mega nice. Natürlich kein Damage Dealer, aber die Supporterfähigkeit bin ich ein Fan von. Nein, bitte nicht meine Ice Ladies töten. Nein.
Nein. Nein, wo ist eigentlich unser Abfackler? Der Abfackler, den sieht man fast gar nicht. Oh mein Gott, oh mein Gott. Wir kriegen das hin. Ja, wir kriegen das hin. Ich weiß nicht, wie viele wir verloren haben. Ein paar. Vielleicht so 5 oder so. Oder 6. Oder 7. Oder 8. Ich hoffe nicht zu viele. Los, Ice Ladies. Oh boy, ich liebe es. War es wert. Ich habe mich so auf dieses Video gefreut. Wie viele haben wir verloren? 8 Stück. Ah. Na. Na. Aber das ist wert, dafür, dass die gleich nach dem Video alle wieder zurückerobert werden, die Ressourcenbasen. Na, man muss ab und zu mal Spaß haben, ha? Haben wir noch irgendeine übrig? Level 60, Level 37, Level 28, das sieht gut aus. Wir haben noch 3 Stück hier übrig. Ja, 3 Stück. Wir haben die letzten 3 Stück, die holen wir uns noch zurück, ja. Und ich glaube, wir können dann zum Schluss da nicht mehr diese 58er angreifen, weil wir jetzt so viele verloren haben. Dafür hatten wir aber jetzt wenigstens hier diese Base, die ja wenigstens noch ein bisschen härter war. Und dann haben wir noch diese 3 hier. Und dann war es das für heute. Und wir kommen natürlich noch vorher zur Frage des Tages. Die darf natürlich nicht fehlen. So, noch ein paar Mini-Roboter zur Unterstützung. Und hier ein kleines Medkit drauf, weil ein paar Ice Ladies angezündet worden sind. Das ist nicht so schön. Unsere Ice Ladies müssen alles einfrieren. Es darf keine Flamme mehr existieren, außer die von meinem Abfackler. So, okay, hier sind wir easy durchgekommen. Kern fällt in 3, 2, 1, bam. Ich mag die neue Animation, das sieht richtig krank aus, wenn das so explodiert, so bam. Gut, okay. Wir sind sogar im Rang gestiegen, wegen den Ressourcenbasen. Meine Güte, ich weiß nicht, wie viele wir in dieser Folge kaputt gemacht haben, aber es waren schon einige. Okay, jetzt die hier. Hier müssen wir keine Artillerie oder Bombardements vorher schicken. Wir können das so machen. Man muss wirklich darauf achten, dass man die nicht zu schnell schickt, sonst sind die relativ schnell vor dem Abfackler, weil die Abfackler bewegen sich ja langsam. Der Unterschied ist aber der Abfackler muss komplett zu den Verteidigungsanlagen hinfahren und die Ice Ladies haben eine große Reichweite und die Reichweite wird immer größer und je größer die Reichweite ist, deswegen desto sicherer wird es mit denen anzugreifen, weil die einfach aus der nicht mehr in der Gefahrenzone von den Abwehranlagen drinstehen und darauf freue ich mich. So, letzte Base für heute. Ressourcenbasis von irgendeinem Russen. Okay, let's go. Keiner online heute, perfekt, hä? Perfekt, okay, Abfackler. Und wenn die alle anvisiert haben, jetzt Ice Ladies. Und dann wird es jetzt hier mal geschockt und hier. Und jetzt kommen Mini-Roboter ohne Ende ins Spiel. Flammenwerfer fällt. Die Kanonen sind jetzt auf die Mini-Roboter fokussiert. Wir sehen nicht wirklich, dass unser Abfackler gefreezed wurde. Und ich habe absolut keine Flaschenpost gesehen. Aber ich muss auch zugeben, ich habe nicht mehr darauf geachtet, ob eine Flaschenpost auftaucht oder nicht. Ja, wenn ihr wieder jetzt in den Kommentaren schreibt, hey, wenn da war eine Flaschenpost, dann bin ich einfach blind. Ja, dann ist es bestätigt. So, letzte Base fällt in wenigen Sekunden. Ich habe irgendwie jetzt Lust auf so ein Eis. Also, ich weiß nicht, die Eis-Ladies sind cool. Die sind einfach toll. So, okay, wir haben alle erobert. Ohne Probleme. Easy. Easy. Ich glaube, wir haben keine mehr, oder? Nein, hier haben wir angefangen. Okay, haben wir auf jeden Fall einige Ressourcenbasen zurückerobert. So, dann schauen wir mal, wer im Chat geschrieben hat. So, Mo schreibt, hallo YouTube. Atze schreibt, hallo YouTube, hallo Heaven und an alle neuen Zuschauer, bitte abonnieren. Vielen Dank. Bounty Hunter schreibt, hallo YouTube, Heaven und Einsatzkommando CR. Oh, da ist CR. Hallo Heaven, kaum redet man im Stream davon, schon sieht man sich wieder. Ja. Und Ben Miller schreibt, hallo YouTube, genießen alle die EM. Oh, ich liebe die EM. Die ist so gut. Ich schaue momentan also fast jedes Spiel. Alle Boote sind wieder da. Yay. Finally, nach 10 Jahren. Wir haben 2 Eisenressourcenbasen. Wir haben 5 Steinressourcenbasen und wir haben 8 Holzressourcenbasen. So, ich würde sagen, es ist Zeit für die Frage des Tages, Hashtag FDT von Michael Neuhofer. Die Frage wurde so oft in letzter Zeit gestellt, ich weiß nicht warum. Um die Frage mal zusammenzufassen, also ich lese es einfach mal vor. Wenn du dich entscheiden müsstest für Clash of Clans, Boom Beach, Clash Royale, welches Spiel würdest du weiterspielen und welches auf deinem Kanal weiterbringen, wenn du eins davon nicht mehr spielen dürftest oder so. Also so ähnlich wurde die Frage von vielen formuliert.
Erstens, warum sollte ich irgendwann ein Spiel nicht mehr spielen dürfen? Wieso sollte mir das irgendwer verbieten? Versteh's nicht. Aber gut, nehmen wir das mal an. Wenn ich mir eins ausruhen dürfte und eins wirklich nicht mehr spielen könnte oder nur eins noch spielen könnte. Es kommt immer auf meine momentane Situation an. Es ist mir eigentlich total egal, ob ein Spiel gerade einen riesen Hype hat. Ihr habt das ja bei Clash Royale gesehen. Ich weiß nicht, wie die Boom Beach-Zuschauer so mit Clash Royale vertraut sind, aber Clash Royale hat ja einen Mega-Hype hervorgerufen. Und ganz, ganz, ganz viele YouTube-Kanäle, die früher Clash of Clans gebracht haben, haben dann komplett Clash of Clans abgesetzt und nur noch Clash Royale gespielt, weil das einfach viel mehr Views gebracht hat. Und ich mag so eine Mentalität irgendwie nicht. Natürlich profitieren die Channels davon, haben von, keine Ahnung, von 11.000 Abonnenten ist sich auf 80.000 hochgesteigert, nur wegen irgendwelchen Chest-Openings oder so. Ich will jetzt hier keinen kritisieren, ich spreche auch keinen persönlich an, kann ja jeder machen, wie er will. Aber YouTube liegt mir sehr am Herzen, also meine Videos, mein Kanal, meine Zuschauer. Ich mache genau das, was mir Spaß macht. Also wenn mir Clash Royale keinen Spaß mehr macht, egal wie viele Views das bekommt oder wie viele Leute das sehen wollen, wenn es mir persönlich keinen Spaß macht, spiele ich dieses Spiel nicht. Und deswegen kommt auch gerade kein Video von Clash Royale, obwohl es sehr beliebt ist, sehr gefragt ist. Mir macht es einfach keinen Spaß. Und deswegen sehe ich es nicht ein, ein Video aufzunehmen, weil ich dann irgendwie... Es klingt komisch, aber vielleicht versteht das der eine oder andere. Ich würde dann irgendwie mein Herz verkaufen für Views. So, ja, also in alle Videos, die ich aufnehme, stecke ich mein Herz rein. Und deswegen nehme ich auf, was mir Spaß macht. Und wenn mir Clash of Clans oder Boom Beach oder was auch immer eine lange Zeit keinen Spaß macht, dann würde ich damit aufhören. Dann würde ich euch das sagen und dann sind einige traurig, aber ich glaube, irgendwann versteht ihr das. Aber nein, so eine große Serie wird nie aufhören. Also, ich kann mir nicht vorstellen, mit Boom Beach aufzuhören. Das war eins der ersten Spiele auf meinem Kanal und bla bla. Ist mir sehr ans Herz gewachsen. Aber Clash Royale, das war was Neues. Hat Spaß gemacht. 22 Videos oder so aufgenommen. Dann hatte ich keine Lust mehr. Und so ist es. Und dann müssen die Leute damit leben. So, ich hoffe, ich habe deine Frage irgendwie beantwortet. Oder die Fragen von den Leuten, die so ähnliche Fragen gestellt haben. So. Ich hoffe, euch geht's gut. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Testet auch mal die Feuer- und Eis-Strategie oder Challenge. Hat sehr viel Spaß gemacht. Haut rein, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ciao.